Der Ort muss hier doch irgendwo sein. 2 Stunden westwärts, hat mir der Wirt in St. Andorre versichert. Seitdem bin ich schon so lange unterwegs. Ja, den ganzen Tag bin ich auf den Beinen. Um 5 Uhr morgens habe ich mich auf den Weg gemacht. Aber die Sache ist wichtig. Ich brauche den Rat des Einsiedlers. Wenn mir jemand noch helfen kann, dann er. So viele Leute erzählen, dass er wirklich weitergeholfen hat. Na, ihr sucht wohl etwas hier? Seid nicht aus der Gegend? 7 Stunden bin ich nun unterwegs von zu Hause. Ich suche den berühmten Vater Caro. Könnt ihr mir sagen, wo er zu finden ist? Ihr seid gleich in eurem Ziel. Hinter der Biegung werdet ihr seine Insel sehen können. Was? Er wohnt auf einer Insel? Wie soll ich dorthin gelangen? Muss ich etwa durch das Wasser? In der Tat ist es nicht so bequem, zu ihm zu kommen. Es gibt derzeit nur den Weg durch das Wasser. Schon seit geraumer Zeit versucht er, einen Steg, eine Brücke zu bauen. Aber seltsamerweise will ihm das nie gelingen. Es bleibt immer bei den Anfängen. Aber wenn er nicht dazu fähig ist, die Brücke zu bauen, dann soll er doch die Leute fragen, die dazu imstande wären. Es ist nicht das. Man munkelt, dass da jemand anderes die Hände im Spiel hätte, der das alles wieder zunichte macht. Aber wer sollte denn etwas gegen einen Heiligen haben? Sein Ruf bringt euch durch die ganze Bretagne. Man soll es nicht laut sagen, aber man meint, es sei vielleicht der Leibhaftige selbst, der hier Unheil anrichtet. Dann ist dieser Ort ja ungeheuer. Aber ich will nun doch den Einsiedler treffen, wo ich einen so langen Weg hinter mir habe. Es soll euch nicht beschwerlich sein, dass ihr hierher gekommen seid. Ich werde euch mit meinem Boot hinüberfahren. Kommt, es ist dort hinten um die Ecke. Dabei. Je nachdem, hier lege ich Hand an bei einer Heuernte, dort bin ich Schiffsjunge, dann schneide ich irgendwo Weidenruten zur Korb- oder Käfigflechterei. Am liebsten aber verkaufe ich, wenn ich ein paar Zehner mir erübrigt habe, euren schönen Mädchen im kleinsten Dorfe, dort wo die Stadtmoden nicht hinkommen, bunte Bänder, Kähne, Haarnadeln. Dann lebe ich auch so zwischen hinein, aufs Geratewohl. Ich beziehe meine Einnahmen ein bisschen von überall her. Hoi, da
müsst ihr einiges erlebt haben. Alles, was zwischen Himmel und Hölle lebt und klebt. Schönes und weniger Schönes? Wenn es recht ist, komme ich heute Abend zu dir, zum Übernachten. Dann will ich dir erzählen bis zum Morgengrauen. Ich nehme euch beim Wort. Du hast doch bestimmt eine Frau. Und drei Buben und eine Tochter. Ah, und deine Tochter liebt den Putz, den Flitter, alles, was gleißt und glänzt? Mäßig nur. Es ist besser so. Sie hat später immer noch Zeit, ihrem Mann zu gefallen. Boah, eine schöne Jungfrau will immer gefallen, nur gefallen, gleich wie wen? Die meine nicht. Für den Augenblick gehört sie den lieben Gott. Und das ist immerhin gute Gewähr. Aber ich bin es satt, sie jeden Abend, den uns der Herrgott schenkt, auf die Insel da drüben zu fahren. Welche Insel? Die da drüben doch. Ach so, das ist eine Insel. Und wozu sie denn hinüberfahren? Dass sie dem Vater Kado lauschen kann. Wer ist dieser Vater Kado? Ihr seht von hier seine Hütte. Er sitzt davor. Ein grundguter Einsiedler, voll von guten Ratschlägen für Leib und Seele. Kam vor 12 Jahren vom Lande der Heiligen zu uns. Von England also? Und er wohnt da drüben? Da drüben ist eben kein Paradies. Ganz allein? Nicht doch, mit seiner Katze. Nunu. Was, Nunu? Wein. Ich würde meine Tochter nicht zu ihm schicken. Und warum nicht? Weil ich misstraue Einsiedlern und Zauberern. Ein Zauberer? Ein Zauberer, was ihr nicht sagt. Jedenfalls ein eigener Kauz. Ein eigener Kauz mag sein. Kam von Großbritannien zu uns. Aber ich sage euch, in den 12 Jahren, die er bei uns war, hörte man nur Gutes von ihm. Man kann nie wissen. Ich weiß, dass unsere Frauen seither besser wurden. Friedfertiger, weniger eitel und weniger hinterlistig. Es gibt keine argere Hinterlist beim schönen Geschlecht als die, von der die Männer keine Ahnung haben. lacht immerhin. Und weise ist unser Vater Carlo. Wenn er sein Gebet verrichtet hat, liest er Bücher zur Erholung. So, so. Welche denn? Virgilius? Sage ich es richtig? Virgilius? Virgilius! Du sagst den heidnischen Namen sehr richtig. Wird immer schöner. Schlechte Bücher. Ich weiß, was euch stört. Ein heiliger Mann unter seinen Freunden. Beunruhigt wie ihr, riet ihm, das Buch ins Meer zu werfen. Und warf es ins Meer? Sofort. Doch am nächsten Morgen brachte ein Fisch ihm das Buch wieder. Ich selbst hatte den Fisch gefangen und ihn zum Mahle gebracht. Man fand diesen Virgilius im Bauche des Fisches. Ein Zeichen von Gott, ganz gewiss. Oder vom Teufel. Wieso vom Teufel? Mag denn der Teufel so viel, dass er den Virgilius in einen Fisch stecken könnte? Alles vermag er, alles. Er beherrscht den Stoff, mein Freund. In diesem Fall beherrscht den Stoff, sagt ihr? Und sagt mir, könnte er auch eine Brücke zerstören? Wozu die Frage? Kann er es? Mit einem Zungenschnalzer. In diesem Fall? Was plagt dich? Schaut, ich will es euch sagen. Um den Übergang über den Fluss zu erleichtern, das Kommen und Gehen der Wallfahrer. Es gibt so viele Sünden auf der Welt. Unternahm der Einsiedler den Bau einer Brücke. Ganze Nächte baute er daran, im Wasser stehend bis zum Hals, Stein auf Stein, lange Holzstämme auf seinen Schultern hinzutragend. Er braucht sie bloß noch hinzulegen und alle Wetter, alles zerstört, nur noch Trümmer da beim Morgengrauen. Wirklich? Ihr seht es ja, und das geht seit 6 Monaten so. Man sagt sich, der gute Mann versteht sich nicht auf den Brückenbau. Darum schwemmt die Flut während der Nacht bei jedem Anprall seine Brücke weg. Aber wenn der Teufel dahinter stecken würde, das würde alles erklären. Er steckt dahinter. Ach, nein. Und doch nicht. Ich glaube es euch nicht. Wir kennen ihn nun zu lange schon, den guten Mann. Er kam ganz arm zu uns und ist jetzt kaum weniger arm als damals. Nährt sich von Wurzeln und Linsenmus.
hat nie ein schlechtes Wort gegen irgendwen. Der Teufel, der Teufel, sag das einmal meiner Tochter. Der Teufel verbrennt sich die Finger nicht an ihm. Der Mann ist ihm zu heilig. Darum gerade. Wieso? Darum gerade. Je heiliger er ist, desto größere Gefahr läuft er. Der Teufel vergeudet seine Zeit nicht an Leuten wie dir oder mir. Und warum nicht? Nun, weil er uns hat, mein Freund. Weil er uns hat? Mit Verlaub. Der Teufel braucht nur zu winken. Ein Heiliger aber, das ist was ganz anderes. Ein Mann, der seit 12 Jahren seine Leidenschaft gezügelt hat. Der Teufel kreist um ihn, sucht die Lücke am Panzer. Welcher Panzer hat seine Lücke nicht? Und hat er sie gefunden, setzt er die Lanzette an und stachelt die Leidenschaft. Hoffart des Lebens, Fleischeslust. Wer weiß, ich würde meine Tochter nicht hinschicken. Ach, ich verstehe euch nicht. Wenn der Teufel gegen ihn kämpft, dann gehört er doch nicht zu ihm. So wird er morgen zu den Seinen gehören. Die Brücke beweist es. Hat der Teufel seine Brücke zerstört, kommt es daher, dass seine Brücke aus keinem guten Holze gebaut ist, aus keinem guten Stein. Daher, dass seine Werke nicht gut sind, dass sie aus einem schlechten Herzen stammen. Begreift ihr endlich? Ich wiederhole es, mein Freund. Ich schickte meine Tochter nicht hin. Sie könnte unterwegs dem Teufel in die Hände laufen. Hoi, das ist wahr. Sie soll etwas erleben. Ich werde ihr morgen sagen, was ich von der Geschichte halte. Und dem Einsiedler ebenfalls. Hallo, Vater Carlo. Was gibt es, Freund? Ich habe mich in euch schön getäuscht. Ihr seid nicht so heilig, wie ihr sagt. Ich sage nicht, dass ich heilig bin. Aber ihr tut so, als ob ihr heilig wäret. Ich? Ich? Ach, mich habt ihr gesehen. Lebt wohl. Ich gehe heim. Ihr kommt zu uns zum Übernachten. Es bleibt dabei. Ein guter Tropfen soll euch nicht fehlen. Ich danke euch für euren guten Rat. Lebt wohl. Hallo. Ich muss euch etwas sagen. Ich höre. Hallo. Wieder einen Kunden verloren, den Märtyrer da. Vorläufig verloren, ja. Und die Brücke ist niedergerissen. Ich baue sie heute Abend wieder. Ich reiße sie morgen nieder. Recht so, dann kann ich sie in der Nacht darauf wieder bauen. Dass ich sie übermorgen früh niederreißen kann. Ich gebe nicht nach. Ich nicht minder. Ich halte durch. Ich noch weniger. Das letzte Wort hat immer Gott. Am Ende der Zeiten. Bis dorthin aber will ich euch alle Kunden rauben. Gott kann ihr Seelenheil sicherstellen, auch ohne mich. Wenn ich dazu die Hand biete, geht hinweg von hier. Nein, so bleibe auch ich. Ihr habt einen harten Schädel, einen echten Bretonenschädel. Die Bretagne ist meine zweite Heimat. Alles, was ihr hier gewinnt, ist die Verdammung der Bretagne. Ich richte mich hier ein. Hier ist mein Reich. Ich will alle Schiffe, die zu euch kommen, in den Grund bohren, sobald ich drin eine einzige Sünde sehe, die den Tod bringt. Ich will die Eltern verhexen und die Mädchen verführen. Hütet euch, meinen Grimm zu wecken. Euer Grimm ist immer wach. Wohlan, wohlan, hört einmal, hört meinen Schwur. Wenn ihr trotzt, rufe ich eine ganze Legion meiner Gehilfen her. Und die Sünder sollen mich für euch schadlos halten. Und die Verantwortung dafür und die Gewissensbisse fallen auf euch. Ich muss die Brücke bauen. Ich muss sie zerstören. Ich habe den Brückenbau feierlich gelobt. Ihr werdet sterben, ohne die Erfüllung eures Gelübdes zu erleben. Und euer Gelübde wird euch zum Verderben werden. Wisst ihr überhaupt, was ein Gelübde ist? Ha! Ihr führt die anderen ins Verderben und euch mit ihnen. Nun? Schließen wir Frieden. Schau, schau! Ich muss die Brücke bauen.
Was wollt ihr, um auf die Zerstörung zu verzichten? Eure Seele! Die kann ich euch nicht geben! Bedauere sehr! Wohlan! Macht einen anderen Vorschlag! Die Seele eurer Eltern! Wählt ihr! Nun gut, schlagt ihr was vor! Was soll ich vorschlagen? Eine Seele ist immer eine Seele! Und ich kann euch keine Seele überliefern. So, um 100 Seelen zu retten. Ach, um 100 Seelen. Das ist wahr. Schau, ich bin ein guter Teufel und ich habe anderwärts zu tun. Schließen wir Frieden. Wer zuerst über diese Brücke schreitet, der sei mir verfallen. Ein einziger? Ein einziger. Und dann geht ihr von dannen? Ja, mit ihm. Beschwört ihr es? Ich beschwöre es. Wohlan, ich beschwöre es ebenfalls. Der Erste, der über diese Brücke schreitet, den überlasse ich euch. Und wenn ihr selbst es wäret? Der Erste nach mir natürlich, denn ich möchte sie wohl prüfen, eure Hühnerleiter. Einverstanden? Einverstanden. Ich mache ein glänzendes Geschäft. Unter uns gesagt, seitdem ihr euch hier eingenistet habt, habe ich keine einzige Seele erwischt, an die ich mich heranschlich. Ich war am Verzweifeln. Doch jetzt habe ich mich doch nicht umsonst geplagt. Ich gehe gleich zu jener jungen Frau. Wisst ihr, und bespreche sie, sich eure Brücke einmal anzusehen. Hey, was wollt ihr tun? Morgen früh, am ersten Tagesschimmer, richte ich mich an einem Brückenkopf behaglich ein. Und ist meine Beute nicht das schöne Kind? Ist es irgendjemand? Seele ist Sehne. Na, natürlich. Gut Glück zum Brückenbau. Einen Moment. Zu spät. Ihr habt den Vertrag beschworen, werter Herr. Wer zuerst über diese Brücke schreitet, gute Nacht, auf Wiedersehen. Dieser Teufel ist wahrlich zu frohgemut. Oh weh, oh weh, oh weh. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh Gott! Was, mein Herr? Ja, ja. Was quält euch denn, mein Herr? Ach, lieber Freund, ich bin am Verzweifeln. Was ich getan ist einfach ungeheuerlich. Ich kam daher, um Seelen in den Himmel zu führen und habe soeben eine Seele an die Hölle verscharrt. Das glaube ich euch nicht. Schon als Kind hatte ich eine wahre Wut zum Tauschhandel. Mein Vater, der zum englischen Adel gehörte, sagte mir stets, das Feilschen werde mir zum Verhängnis werden. Er verachtete die Krämerseelen. Wir haben sehr viele Krämer drüben. Verkaufe nie etwas, mein Kind, sagte er mir. Wenn man etwas verkauft, hat man dabei immer einen Gewinn im Auge. Man empfängt so mehr, als man gibt. Somit mehr, als einem zusteht. Zuerst begnügt man sich mit wenig. Dann fordert man mehr und noch mehr. Immer mehr, so viel,
als der andere einem zahlen will. Und mein Vater fügte hinzu: Wenn du die anderen nicht rupfen sie dich. Ich fühle es jetzt. In der Versuchung zum Handeln zu entrinnen, verteilte ich alle meine Güter unter die Armen. Und siehe da, heute gebe ich eine Seele gegen eine Brücke im Tausch. Ihr verliert dabei. Ob ich dabei verliere? Eine Seele und die meine dazu. Denn über diese Seele muss ich am jüngsten Tage Rechenschaft ablegen. Oh Gott, lieber Herrgott. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr etwas Böses habt tun wollen. Im Gegenteil, ihr habt es gut gemeint. Gut gemeint? Gut gemeint? Ich weiß es nicht sicher. Der Gedanke an diesen Brückenbau fesselte meinen Geist so sehr, dass ich kaum mehr weiß, wozu ich die Brücke eigentlich bauen wollte. Vielleicht als Denkmal meines Hochmuts? Zuerst schaut man auf den Zweck eines Unternehmens, dann nur mehr auf die Unternehmung selbst, als wäre sie selbst Zweck. Will ich die Brücke als Mittel, die Wallfahrt der Pilger zu erleichtern? Ein wenig, gewiss. Aber gleichzeitig baue ich mir selbst damit einen Weg in die Weite. Habe ich erst die Brücke gebaut, werde ich überall hinwandern, unter dem Vorwand, Seelen zu retten. Im Grunde aber vielmehr auf der Flucht vor der Einsamkeit und der großen Macht der Liebe Gottes. Ich baue die Brücke nicht. Da habt ihr Unrecht. Eure Katze spricht. Sie spricht manchmal, ja. Doch was weiß sie davon? Und wenn ich die Brücke baue, ich will als Erster darüber schreiten. Jawohl. So will ich alles wieder gut machen. Launiger Einfall. Herr, der Teufel würde euch holen und die Brücke wäre völlig umsonst gebaut. Zu wem sollen die Pilger denn da noch kommen? Es ist besser, die eigene Seele zu verderben, als die eines anderen Menschen. Doch wie es der Teufel sagte, was geschieht dann mit all den anderen Seelen, die ihr noch retten könntet? Überliefere ich eine Seele dem Teufel, um andere Seelen zu retten, ziehe ich ein sehr problematisches Gut, einem sicheren Übel vor. Baut die Brücke immerhin, dann könnt ihr immer noch sehen. Oh weh, oh weh, oh weh. Vater, Vater. Was denn? Vater, haben die Katzen auch eine Seele? Die Gottesgelehrten sind darüber nicht alle einig. Doch, nein, nein, ich glaube nein. Wenn sie aber keine Seele haben, dann kommen sie wohl auch nicht in die Hölle? Ich glaube nein. Umso besser. Wieso umso besser? Hey, weil ich eine Katze bin, Vater Kado. Ach, schweige, schweig! Ihr habt eine sonderbare Katze. Ach, lasst sie reden. Sie faselt immer. Das ist Instinkt, reiner Instinkt. Ich weiß übrigens nie genau, rede ich oder redet sie? Die innige Freundschaft, in der wir miteinander leben, gestattet uns diese dunkle Wechselwirkung. O Fortunatus Nimium, Katze sein, ich möchte beinahe eine Katze sein. Sie ist glücklich. Gewiss, sie ist weniger geplagt als die Menschen. Und als die Heiligen. Die Heiligen, lasst uns zu den Heiligen flehen, dass sie mich erleuchten.
nur auf ein Wort. Wollt ihr die Brücke bauen? Könntet ihr meine Hilfe gebrauchen? Ich weiß es nicht. Ich müsste es wissen. Geht ihr nur. Der Tag neigt sich. Gott befohlen. Gott befohlen, guter Vater. Wäre das nichts für dich mit echten Korallen und Silber? Sagte nicht der heilige Paulus, dass die Zierde der Frauen nicht in äußerlichen Dingen bestehen soll, sondern in der Gesinnung des Herzens und in der Tugend? So predigt es uns auch immer Vater Cardo. Vater Cardo, der immer auf seiner einsamen Insel rumsitzt. Was hat denn der schon von der Welt verstanden? Und dieser Unsinn mit Herz und Tugend und Innerlichkeit. Dein Leib ist das Erste, worauf man schaut. Wie wäre es denn mit einem Haarband? Das würde das zierlich junge Geschöpf bestimmt noch hübscher machen. Kein junger Bursch könnte ja widerstehen. Nein, das will ich nicht. Ja, ist es denn eine Sünde, sich so schön zu machen? Schau mal, eine so schöne Kette wie diese trägt hier weit und breit keine junge Dame. Alle würden dich bewundern. Nur keine eitlen Gedanken. Lasst mich mit euren Sachen in Frieden. Ich will Gott gefallen, nicht den Menschen. Dazu brauche ich keinen äußeren Tand. Was allein zählt, ist ein demütiges Herz, sagt uns der Heilige. Der kennt das Leben aber schlecht. Mutter, darf ich mich in meine Kammer zurückziehen? Ich fühle mich nicht wohl.
Lasst uns erst gemeinsam das Abendgebet sprechen. Und dann wollen wir zum Schlafen. Ja, das kann man aber auch noch etwas später überlegen. Oder es war jeder, damit halten wir am Wind. Ich habe euch auf jeden Fall noch einiges zu erzählen. Ich meine, es ist nun wirklich Zeit zur Ruhe. Lasst uns dem Herrn für den heutigen Tag danken. Na, wenn es denn sein muss. Ihr werdet ja bestimmt nichts dagegen haben, wenn ich mir noch etwas den Sternenhimmel anschaue, bevor ich zum Schlafen komme. Der ist sicher besonders schön hier am Meer. Komisch. Erst scheint er wie festgewurzelt an seinem Platz zu sein. Und dann, wenn es ums Beten geht, ist er im Nu weg. Irgendetwas ist daran faul. Ich will morgen sofort zum Heiligen Mann gehen und ihm alles erzählen. Vielleicht schafft es Vater Kario endlich, die neue Brücke zu bauen. Dann wärst du die Erste, die darüber geht. Ich wäre froh, wenn die Brücke vollendet wäre. Stell dir nur vor, wie viele Menschen dann leichter zu Vater Kado könnten. Du könntest endlich mal wieder ungestört Fischen fahren und müsstest nicht ständig Pilger hinüberrudern. Hoffen wir es. Aber nun lasst uns den Tag mit Gott und der heiligen Jungfrau beschließen. Über diesen guten Mann. Ich will mich bei ihm entschuldigen. Der Teufel hat mit seinem Fall nichts zu tun. Ich bürge dir dafür. Ihr sagtet doch das Gegenteil davon. Man sagt immer das Gegenteil, wenn man sich irrt. Ich habe noch mal darüber nachgedacht. Und wenn der Teufel dabei war, jetzt ist er es nimmer. Der Beweis übrigens, siehst du, der Beweis. Der Beweis wofür? Die Brücke! Du siehst, die Brücke steht! Ach, schau! Schau! Er hat die Brücke gebaut! Oh, der Mann Gottes! Aber stürzt diese schöne Brücke, die den Teufel so in Spannung hielt, nicht zusammen? Unter dem ersten Tritt eines Menschenfußes? Warum denn? Vorsicht schadet nichts! Ich warte bis zum Tagesanbruch. Rühre dich nicht, Tochter! Ich traue der Brücke nicht vor dem helllichten Tag. Gut! So setzen wir uns hier nieder. Jesus. Ich habe zu viel gebetet. Ich weiß nicht, um was ich bete. Dass die Brücke nicht zusammenstürze, dass niemand mehr zu mir wallfahren möge. Hat der Teufel Wort gehalten, so habe ich eine Seele verkauft und die meine dazu, o lieber Herrgott. Fasst euch ein wenig, Meister. Ich wage nicht hinzuschauen, ob die Brücke steht. Vollendet? Vollendet. Die Pfeiler, das Trittbrett, das Geländer? Alles in Ordnung. Man kann nun ruhig darüber schreiben. O lieber Herrgott,
Unser Feind verschonte sie also. Und ich sehe die Morgenröte leuchten. Du hast gute Augen. Siehst du nichts am anderen Ufer? Schau hin, scharf! Drei Personen an der Böschung. Bereits? Bereits? Fischer? Mit der Angel? Mit der Angel? Nein. Ein Fischer, der nicht fischt, eine Jungfrau und ein Dritter. Wer ist der Dritte? Ach, ihr kennt ihn doch. Nenne ihn nicht! Sie wollen bestimmt über die Brücke. Das ist unzweifelhaft. Ganz unzweifelhaft. Schweig, schweig! Nun könnt ihr sie sehen. Es tat. Mathurin, seine Tochter und der Krämer. Schweig, schweig! Sie stehen auf. Schweig! Sie gehen auf die Brücke zu. Schweig, schweig! O lieber Herrgott! Heilige Maria, du wirst doch den Vater oder die Tochter nicht dem Satan überlassen. Wen von beiden sollen wir ihm überlassen? Die Tochter? Nein. Den Vater also? Auch nicht. Aber es heißt wählen und sich für den einen oder den anderen entscheiden. Lasst ihm den Alten, an dem ist nicht viel verloren. Schweig. O lieber Herrgott! Schließe die Augen. Recht so. Ich will aufpassen. Wollen wir hinüber? Wartet einmal. Ist die Brücke auch fest? Ich sage euch, ich traue der Geschichte nicht recht. Keine Furcht. Ich will die Brücke prüfen. Das wäre mir schon lieber. Geht nur. Eine Römerbrücke, eine antike Brücke, ein schönes Kunstwerk. Ich sage euch, man kann tanzen drauf. Prüfet sie gut, ganz hinüber, wenn ich bitten darf. Meinetwegen, ihr seid von den Mutigsten nicht. Genügt es so? Es genügt. Woran denn? Hinüber! Sie ist ein bisschen schmal. Wir schreiten beide hintereinander, Herr. Deine Tochter voran, die Damen in Ehren, potz tausend. Sie fürchtet sich, so will ich es denn versuchen. Du kannst sie von hinten stützen. Nun gut, wie ihr wollt. Vorwärts, mein Kind. Haltet ein! Haltet ein! Der Teufel ist! Da hört doch alles auf! Wollt ihr schweigen da drüben? Haben wir vereinbart, dass ich schweigen müsse? Wollt ihr sofort schweigen? Der Teufel ist! Wer ist der Teufel? Was sagt ihr da, Vater Cardo? Gar nichts, sagt er, gar nichts! Oder schwarz Blödsinn, Land Latein, Pax, Justitia, Vindicta! Verzeihung, aber er schrie, der Teufel ist! Der Teufel ist! Hört! Der Teufel ist, natürlich! Aber ich wollte ihm sagen, dass der Teufel ihn daran hindern wollte, diese Brücke zu bauen. Der Teufel! Der Teufel ist! Der an dem Morgen diese Steine umstürzte und die Holzbrücke. Der Teufel! Der Teufel ist! Der ihm Rache geschworen hat. Aber der Teufel sei diese Nacht durch seine Gebete vertrieben worden. Und durch seine Fasten und Entsagungen, seine Kasteiungen und alles, was drum und dran hängt. Und dass er, der Einsiedler Cardo, diese Brücke endlich erstellen konnte, damit ihr sie nun versuchen könnt. Der Teufel ist! Der Teufel ist, sagt der arme Einsiedler, kann sich vor Freude nicht mehr halten und schreit seinen Sieg über den Teufel in alle Welt hinaus.
Der kann euch das alles besser erzählen, wenn ihr einmal drüben auf seiner Insel seid. Der Teufel ist! Komm nur, schönes Fräulein, an meine Hand ballen kannst du nicht. Der Teufel ist! Leb wohl, meine Katze! Ich muss jetzt handeln. Ich will die Brücke als Erster überschreiten. Ich gehe euch vor. Verdammt! Hallo? Ich bin's, Herr Teufel. Ich habe keine Seele zu verlieren, scheint es. Nehmt mich. Was? Nehmt mich denn, Herr Teufel. Wer zuerst über diese Brücke schreitet? Nur du. Erst bin ich. Ah, es handelt sich nicht um ein Vieh. Ja. Der Welcher! Ich bin eine Katze, Herr Teufel, die bis anhin dem heiligen Einsiedler gehörte. Die welche euch nunmehr morgen sagt und die welche jetzt in euren Dienst tritt, aus Liebe zu ihrem alten Herrn, der ihr immer gut war. Eine Katze! Ich bin betrogen! Und was soll ich damit anfangen? Eine gute Katze.
Darum gab Gott sie euch wieder, Vater. Wartet einmal, ich muss diese gute Katze auch umarmen. Oh, Vater Cado, welch eine Freude! Ihr habt die Brücke nun doch gebaut. Lasset uns alle dem Herrgott danken. Er hat den Teufel aus dieser Region vertrieben. Ich hätte nicht mehr geglaubt, dass ich gut aus dieser Affäre herauskomme.